So Leute, herzlich willkommen am 50. Jahrestag von irgendetwas. Nee, ich wollte da irgendetwas ankündigen, aber ich wusste eigentlich nicht was. Deshalb lassen wir es mal sein mit dem 50. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid ins neue Jahr gut reingerutscht. Nicht so wie der Florian. Der hat gestern zu viel Sekt getrunken und ist ins neue Jahr direkt reingefallen. Oder? Wer weiß. Hi Florian, grüß dich. Ja, danke, dir auch. Ja, der Florian, der Langschläfer. Ja, hallo Steven, grüß dich, dir auch ein frohes Neues. Und gut reingekommen ins Jahr. Also das Portal habe ich mal, ja, eigentlich ganz gut irgendwie heute den ganzen Tag gepennt, um 3 Uhr nachmittags mal Mittagessen gegangen. Irgendwie bin ich da sowieso immer, deren Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist, aber jetzt noch mehr. Da ich ja sonst immer nachts arbeite, bin ich da eigentlich gewohnt, dass ich nachts wach bin, deshalb konnte ich in der Früh dann nicht mal mehr pennen. Ja, hallo Max, grüß dich. Danke ebenfalls. Tja, sonst war es eigentlich ein ziemlich ruhiger Abend. Ein bisschen Fondue essen mit der Familie, dann gemütlich vor dem TV. Ein wenig noch am PC gezockt mit dem Junior. Und dann natürlich um Mitternacht im Kindersekt. Ich habe erst 2. Hey, das Jahr fängt ja mal nicht gut an in GW2. Also momentaner Zwischenstand 16 zu 34. Hey, ich bin da ja noch nicht mal durchs Portal irgendwie gekommen. Kaum bin ich hier draußen gewesen. Nö, gar keins. Bei uns sind die ja verboten, deshalb... Das sind schon Knallkörper und so ein Zeug verboten. Deshalb bei mir Mitternacht kurz Kindersekt trinken, anstoßen und dann wieder weiter TV schauen. In Nachbardörfer haben sie es genehmigt. Da hat die Gemeinde einige Genehmigungen erteilt, aber eigens da eine halbe Stunde wegfahren, habe ich keinen Bock gehabt. Deshalb habe ich es mal sein lassen, lieber zu Hause. Mit Familie und so. Und das Jahr in Ruhe beginnen. Hat ja auch was. Okay, die Zombies haben die Runde gewonnen. Ja, hoi Nadi, danke dir. Und gut eingerutscht, bist brav gewesen. Also, Super Kitty 11, Jack Ken hat 11, Hydro Beast 7, Gepard 8, Zabda hat 4, ich hab auch 4, Demoney hat 3, Neubat 18, Jose 11, Vokaya hat 13, Kesprek hat 8, Jose Martin 6, Christian hat 7, Jose Martin 2 hat 5, Aldorf hat 5 und Bombenisse hat 4. Ja, gemütlich zu Hause, ein wenig Fondue gefuttert. Eissoldat, Gebirgsjäger meinst du? Ja, kann ich schon. Ja, und um Mitternacht dann ein Kindersekt mit dem Junior und mit der Oma. Der Tiramisu hat es bis Mitternacht nicht überlebt, aber gut war er vorher schon.
So, schauen wir mal, Gebirgsjäger. Also bei mir hat da der Tiramisu eigentlich nie eine lange Lebenszeit. Der wird es eigentlich nicht schaffen zu verfallen. Weil da einige ja Angst haben wegen Salmonellen und so ein Zeug. Da besteht bei mir absolut keine Gefahr. Der Ratzfatz, in einer halben Stunde ist der verschwunden. Ah, super. Aiming lässt grüßen. Ne, kommt der da mit sein? Chili-Bömpchen. Und Nadi, was hast denn du Schönes gemacht? Warst du nur zu Hause oder warst du fort? Okay, gar nicht gut. Die Pflanzen haben da schon Superbination. Super. Zwei Sonnenblumen und ein Zunderholz. Perfekte Kombi. Okay, und was machen die anderen aus unserem Team? Die sind, glaube ich, noch beim Feiern. Und hatten sie im Meran-Feuerwerk in Lana, weiß ich, haben sie es ja genehmigt gehabt. In Bozen hingegen hat es ja der Bürgermeister jede Art von Knallkörpern Feuerwerke verboten. Deshalb in Bozen war es eigentlich ziemlich ruhig. Das einzige, was da gebrannt hat, waren, glaube ich, 8 oder 9 Papiercontainer. Komm mal her, wo geht denn der da hin? Naja, die Zeiten, wo sie richtig große Feuerwerke hatten, sind auch schon vorbei. Naja, bei mir eigentlich jedes Jahr. Bei mir eigentlich jedes Jahr Fondue. Das einzige Mal im ganzen Jahr, wo ich Fondue esse, ist zu Silvester. Da ist der Junior auch immer bei mir. Und von dem her habe ich eigentlich jedes Jahr so irgendwie die Tradition. Silvester Fondue und am 1. Januar wird dann fertig Fondue gegessen. Irgendwie, dass wir da um 3 Uhr Nachmittag futtern, war auch nicht geplant, aber naja, wir haben irgendwie bis zu 1 zu Mittag gepennt. Also, nee, der kriegt mich. Naja, Feuerwerk, wem es gefällt, ja gut. Für mich muss es eigentlich nicht so sein. Also ich hab's nie so mit Feuerwerken gehabt. Aber einmal im Jahr habe ich da auch nichts dagegen, wenn irgendjemand ein Feuerwerk zündet. Da finde ich bei Weitem die Herz-Jesu-Feuer geiler als wie die Feuerwerke. Wie findest du die, Nadi? Also wer die Herz-Jesu-Feuer nicht kennt, das sind so Bergfeuer, die bei uns entfacht werden in Herzform, Kreuzform und so weiter. Die sind eigentlich ziemlich groß, man erkennt sie vom Tal aus. Also von dem her, die sind eigentlich ziemlich schön anzusehen. Sind zwar nicht mit dem Feuerwerk irgendwie zu vergleichen, aber trotzdem, man hat halt das Feuer auf den Bergen
Herzenform, Adlerform für ein Tiroler Zeichen. Von dem her, ich mag die eigentlich ziemlich gern. Ist irgendwie beruhigend. Aber das Geilste ist, meistens wenn Herz-Jesus-Sonntag ist, immer Regen. Ich weiß nicht wieso. Fast jedes Mal, ich habe da ein paar Kumpels, die organisieren. Und jedes Jahr, wo die Herz-Jesus-Sonntage sind, fast jedes Mal treffen die Regen an. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen, Max, kein Problem. Also mal eine Stunde bin ich sicher noch da und nerv euch. Wenn ihr fleißig seid, dann nerv ich euch auch länger, wer weiß. Oder Junior? Ja, er ist froh, wenn ich ihn nicht nerv. Dann kann er da seine Teletubbies schauen. Doch, doch, ich weiß schon, du schaust immer da Teletubbies. Ja, kann schon sein. Das ist ein Meraner Gegend, der Schönwetter ist, weil meistens ist da ja auch ziemlich viel Unterschied zwischen Isaac-Tal, Überedge, Unterland und Edge-Tal. Also die Kumpels von mir machen eigentlich immer das Feuer im Unterland, Überedge, Mendelpass oben auch, die jedes Jahr Regen. Und ich habe denen schon öfters mal helfen müssen, Zeug raufzutragen, jedes Mal Regen. Ender Bro, hallo. Auf jeden Fall hatten wir da Glück. Oder es hat Nachmittag, wo wir das Zeug rauf haben, nicht geregnet und abends dann schon. Hallo Tim, grüß dich. Ja, alles bestens, danke. Und selbst? Ja, da kann man aber auch nichts dran ändern. Ja, das kennst du ja. Bei uns hier kann's im Meran regnen, in Lana hast du schon wieder das schönste Wetter. Kommt immer drauf an, von welcher Seite es kommt. Ah, trotzdem, ich finde das irgendwie angenehm. Es fördert den Zusammenhalt und ist irgendwie beruhigend. Auszeichnung habe ich mal keine. Gut gespielt, Flocky. Also, Jose 19, Vukaya hat 14, Jack Khan hat 15, Kasprak hat 13, Jose Martin hat 11, Christian 6, Super Kitty 7, Camp Crush 18, Neubad 13, Gepard 13, nicht 10, One Hand Meister 6, Savada hat 6 und die anderen lasse ich mal weg. Bei mir? Bei mir eigentlich ganz gemütlich. Ich hatte nicht so einen Stress wie der Florian. Der schreibt mir, um 3 in der Früh soll ich hier jetzt mal schlafen. Zumindest kam die Nachricht bei mir auf Snapchat um 3 an. Ob du die dann um 3 losgeschickt hast, weiß ich mal nicht. Ich habe die halt um 3 gesehen. Also. Ja, geht. Ist halt jetzt ja das Gleiche. Ach, siehst du, um 5 bist du ins Bett gegangen. Mit Kater oder ohne? Nö, ich hatte den Tiger. Plüschtiger von der Steffi. Oder den Tiger. Ja, ja. Die Nadi hatte gestern natürlich rote Unterwäsche an. Wieder Brauch. Von was der Brauch eigentlich herstammt, würde mich mal interessieren. Ich weiß von ein paar Freunden aus Deutschland, dass die sogar einen Brauch kennen. Wie man auf den Brauch gekommen ist, dass man zu Silvester da rote Unterwäsche trägt, bin ich mal gespannt. Vielleicht weiß es jemand. Ich kenne da zwar einen anderen Kino, a Capodanno, non, tutto l'anno.
Ja, ich finde es irgendwie auch sinnlos. Aber kennen tut man den sogar in Deutschland. Ich habe da Nachrichten gekriegt. Ja, hast die rote Unterwäsche schon an? Nebenbei betrifft es ja nur die Frauen, nicht die Männer. Soweit ich weiß. Weil ich von Bräuchen und so, weil die italienischen Bräuche haben es mir halt nicht angetan. Für beide? Wow. Damit kann ich umleben. Ja, weißt du, Nadi, ich habe nie eine an, deshalb. Oder ich war frisch rasiert. Da war ich von Haus aus rot. Ja, ich wollte mit Nadi feiern, dann habe ich gestern die Unterwäsche total vergessen, aber sie wollte nicht mitfeiern. Tja, vielleicht nächstes Jahr. Okay, Dani, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nicht zu viel Ark spielen. Übrigens, wie findest du Ark? Ich habe da ein paar Mal gesehen, dass Ark spielst. Ich habe dir mal eine Einladung bei Forti geschickt, aber da hast keinen Mucks gemacht. Spring mal. Ja, du. So viele Nadi habe ich dich nicht auf Play. Irgendwie nur dich. Da stand halt immer das Nadi Ark Survival oder wieder Zeugs Dings Bums Bam heißt Spiel. Ja, ja, Frauen. Normalerweise sind die ja nicht die, die zocken. Ja, ja. Wer hätte sich das mal erwartet? Sich da ein Mädel kennt, das gern zockt. Tja, 10 Jahre jünger, dann hätte ich Freude dabei. Noch mehr als ich so. Naja, ich habe es bis jetzt eigentlich nie probiert, weil, wie gesagt, PlayStation-Spiele habe ich eigentlich so gut wie keine. Ich habe zwar Fortnite, ich habe mir PUBG gekauft. Übrigens, ich muss mal PUBG streamen. Ich habe es mittlerweile ein paar Mal, 3 oder 4 Mal gezockt. Aber restliche Zeit war ich eigentlich immer am Streamen, dann jetzt über Weihnachten, Neujahr und so ein Zeug. Ging es irgendwie in Vergessenheit. Doch, ich habe dir eine geschickt gehabt. Wann waren das? 25. 26. So um den Dreh raus. Da habe ich mir gedacht, gut, wirst du schon was zu tun haben, weil danach warst du innerhalb ein paar Minuten wieder weg. Naja, ist ja egal. Ist nicht weiter schlimm. Ich habe nur in letzter Zeit oft gemerkt, dass du da bei Ark drin bist. Übrigens, hast du den Gleiter da über PS4? Epic nicht, weil Epic habe ich dich nicht mal gespeichert. Ich habe da ja 2 verschiedene Accounts. Also über der PlayStation zockt ja meistens der Junior. Ja, ist nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall, wenn du die heute kriegst du, wenn du die 14-tägigen Missionen gemacht hast, kriegst du heute einen Gleiter. Ich habe ihn gerade vorhin die Missionen abgeschlossen. Wie viele Kisten musste man öffnen? 14. Ja, 14 Goldkisten musste man öffnen. Und auf jeden Fall kriegt man heute einen Gleiter mit Lautsprecherboxen. Also irgendwie bin ich froh, dass die 14-tägigen Missionen jetzt fertig sind, weil irgendwie nervt's.
Die wöchentlichen mache ich diese Season eigentlich meistens direkt am ersten Tag schon fertig. Season 6 war ich eigentlich immer länger dabei, die Missionen zu machen. Mir kommt vor, bei Season 7 ist man da ratzfatz fertig. Bin jetzt auch Battle Pass Stufe 64. Oh, ja, so irgendetwas um den Dreh raus. 60, 64. Ja, aber einfache Wochenaufgaben haben sie. Sprich, man macht die direkt am ersten Tag fertig. Und dann natürlich, seit die die Gleiter raus haben, normalen Modus spiele ich gar nicht mehr. Heute haben sie sowieso einen Modus reingetan, Einschuss. Sprich, man hat nur 50 Leben und mit einem Schuss ist man, ja, Geschichte. Nicht gerade mein Lieblingsmodus, aber naja. Am liebsten habe ich eigentlich Gruppenkeile gespielt, Disco-Dominanz, Action-Schlacht. Gefiel mir jetzt mal, wo sie es die zwei Tage hatten, nicht so gut. Einfach weil man viel zu tief gespawnt ist. Gruppenkeile ist wie 50-50. Also ich mag generell 50-50 Modus, weil da der Gleiter noch drin ist. Wer es nicht mit dem Bauden hat, so wie ich, der ist froh, wenn der Gleiter drin ist. Ich habe den heute nicht mal war das 50-50 Modus, der Einschussmodus, Junior? Nö, er sagt nicht. Teammodus war es, genau. Squad. Der mit Einschuss war als Teammodus drin. Irgendwie kommt mir vor, machen sie diese Season zwar viel richtig, aber zum Beispiel alle zwei Tage da Modus wechseln, nervt mich irgendwie. Aber wenn ich da einen Modus finde, der mir gefällt, ratzfatz ist doch schon wieder was weg. Wäre vielleicht angebracht, wenn die mal ein paar Modus parallel laufen würden lassen. Euro Let's Play, hallo, grüß dich. Ja, mir geht's gut, danke. Und dir? Gut reingerutscht ins neue Jahr. So, Teleporter ist aktiv. Naja, ich muss sagen, ich spiele ja gern 50-50 Modus, also egal wie die jetzt heißen, Gruppenkeile, Essensschlacht oder was auch immer, whatever. Aber was mir da auf den Keks geht, ist Modus drinnen, super, zwei Tage und dann wird der Modus schon wieder gewechselt. Ist ein wenig nervig. Einfach weil, wenn man da einen Modus findet, der einem gefällt, möchte man den ja weiterhin spielen. Und man entwickelt sich ja auch irgendwie weiter. Ja, Duos, ja, kommt drauf an. Abends kann ich gar nicht Duos spielen, da ich ja mit PC und PlayStation Crossplay spiele. Abends sind solche Schwitzer drin auf PC. Da kannst du es komplett vergessen. Also da hast du nur Leute mit Tastatur und Maus drinnen, die bauen dich da ein, platzieren dir 10.000 Falten hin. Da hast du so eine Arschkarte gezogen. Am Vormittag geht's am besten, nachmittags auch noch, so ab 20 Uhr kann man es eigentlich im Crossplay, wenn man nicht gut unterwegs ist, fast vergessen. Da verliert man irgendwie die Freude daran. Ja, ich sag ja, wenn ich da mit einem Junior zock, dann spielt er meistens auf PlayStation Fortnite und ich auf PC. Und natürlich kommt man da in Crossplay rein und auf einmal kommen da Leute rein. Die bauen einen ein, du schaffst nicht mal nachzudenken, ja, wo ist denn der? Dann bist du schon eingebaut, Falle rechts, Falle links, Falle oben, Falle unten und der. Also die bauen da wie die Weltmeister, einfach weil man merkt, dass die da mit Tastatur und Maus am Start sind. Da hast du keine Chance. Deshalb haben wir in letzter Zeit angefangen, Fortnite, wenn wir streamen, Nachmittag oder Vormittag sogar, je nachdem wie ich
von der Arbeit nach Hause komme. Aus einem ganz einfachen Grund, weil abends kratze ich direkt ab. Die Handyserver. Ich habe Fortnite noch nie auf dem Handy gespielt. Also ich bin da ein alter Knacki. Ich habe noch ein Galaxy S6. Und auf dem läuft's nicht. Deshalb konnte ich eigentlich nie Fortnite auf dem Samsung probieren. Deshalb kann ich da mal nicht mitreden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie Fortnite auf dem Handy überhaupt läuft. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist und dass man da viele Kills erzielt. Zumal ja, ich stelle es mir halt so vor, dass die da auf dem Handy schwer haben zu bauen und so ein Zeug. Aber was ich da zum Beispiel wiederum berichten kann auf dem Handy, ich habe PUBG Mobile gespielt, ich habe 4 Wins hintereinander geholt auf dem Handy. Da spiele ich PUBG auf PlayStation oder auch auf PC runter und ja, die ersten 2 Gegner gesehen, das war's schon. Und du spielst das auf Handy oder was? Speisesaal müssen wir mal runter. Ich hab's nicht mal getestet. Find ich irgendwie bescheuert, weil Galaxy S6 ist ja nicht so alt. Also ich gehe mir jetzt nicht ein neues Handy kaufen, wenn mein altes noch funktioniert. Deshalb, ich habe es mir damals gekauft, als es neu rauskam. Momentan bin ich mit dem zufrieden. Deshalb wechsle ich auch nicht. Sonst wäre es natürlich interessant, mal zu probieren, anzuspielen und schauen, wie Fortnite auf dem Handy läuft. Beruhig dich mal, Pirat. Nee, aber generell, ich kann es verstehen, wenn man da ein schwaches Handy hat und was weiß denn nicht, neue Funktionen reinkommen, dass Instagram nicht geht oder WhatsApp oder was weiß nicht, was da lebensnotwendig oben ist, was jeder heutzutage braucht, dann kann ich es nachvollziehen. Aber wenn da ein Handy funktioniert, dann wechsle ich irgendwie nicht. Früher habe ich da auch alle paar Monate Handy gewechselt. Ja, ich habe das Neueste vom Neuesten. Aber solange da keine bahnbrechenden Neuerungen drin sind, was weiß ich nicht, dass jetzt 5G-Netz reinkommt und man sonst nicht mehr telefonieren kann, bleib's mal, bis es nicht mehr geht. Hallo Chris. No. Ja gut, sie haben... Es heißt ja... Ha, da oben war ich jetzt auch noch nie. Also sie wollten ja noch viele weitere Handy supporten. Also die wollen ja viel mehr Handy reinbringen, die Fortnite unterstützen. Aber momentan haben sie die Plattformen ausgewählt von den neueren Handys. Sprich Galaxy S7 kriegt's. S6 heißt, kommt irgendwann mal rein. Hallo Euro Let's Play, grüß dich. Also sie sagen ja, sie supporten die älteren Handy auch demnächst. Bin da mal gespannt. Auf jeden Fall Samsung kaufe ich mir mal keins mehr. Ich bin da momentan von Samsung eigentlich ziemlich enttäuscht. Ich werde mir demnächst, wenn ich mal ein Handy kaufe, OnePlus kaufen oder Xiaomi.
Aus einem ganz einfachen Grund, die sind günstiger, haben jeden Menge Kack oben, den man sonst separat kaufen muss. Ja, die Map geht eigentlich. Von den Maps her in GW2, die ich nicht mag bei Revierübernahme, ist das der hohe weiße Norden. Ist irgendwie langweilig überhaupt der Anfang, wo man da über den See geht. Der Rest der Map geht da. Und was ich noch langweilig finde, ist die Lunare Basis. Da gefällt mir eigentlich nur der Schluss, wo man die Kugeln, die Tore schießen muss. So. Irgendeiner von uns wird da doch interagieren. Nö, schaffen wir nicht. Ferretz, wie schaut's denn da momentan aus? Ach, der Florian muss das wieder mal übertreiben. Der ist um 5 Uhr in der Früh schlafen gegangen und spielt schon wieder mal so. Da, 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 da. Ja, es kommt immer auch auf den Geschmack drauf an. Also die Map, die ich bei Revierübernahme gar nicht mag. Ja, der Florian, der hat's auch noch her. Der hat mit Frauen noch nichts am Hut. Wenn man mal so 18 ist und Frauen hat, dann ist man froh, wenn man schlafen gehen kann. Egal jetzt in welcher Richtung. Was ist mit mir? Ach, die Nadi hat gerade von dir geschwärmt und hat gesagt, du bist ein junger, knackiger Mann. Sie will dich besser kennenlernen. Jetzt wird einer wieder mal in Deutschland rot. Das ist der Vorteil, wenn der nicht zuhört. Da kann ich dem reinreden, was ich will. Ja, sie hat ja vorhin ein Küsschen geschickt und ich habe ihr gesagt, du hast die ganze Nacht an sie gedacht. Also, der Florian hat 45, ich 34. Kasprak hat 17. Arrivedeschark hat 14. Francescan hat 10. Dann Valange 7. Dann Jose 46, Vokaya 42, Cam Crush 29, Ferretz 9 und die anderen lasse ich mal weg. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, ja, jetzt spielen sie beide da die Scheinheiligen, schämen sich. Da ist eine in meiner Gegend knallrot momentan und grinst und einer. Ein Bayer in Bayern, der nicht bayerisch kann, der knallrot ist. So, was nehme ich denn da schöns? Ich nehme meinen Computerwissenschaftler. Wieder eine Unterwäsche. Nee, nee, der Florian hat nie keine Unterwäsche an. Florian hat mir da schon berichtet, er zieht nie keine Unterwäsche an. Man weiß ja nie. Falls da eine Boa kommt und irgendwo reinbeißt, dass da direkt mal die Sanitäter das Gift raussaugen können. Übrigens, da gibt's eine neue Rasse von Schlangen. Die Analkonda. Die Analkonda. Die Analkonda. Der Junior lacht auch nur mehr. Die Analkonda. Ah! Die Analkonda. Wahnsinn. Ach, was macht man da für ein Zeug mit? Da hat gestern einer zu viel Kindersack getrunken. Den analkoholfreien, ja. Den alkoholfreien. Ach, der Mondblitz hat mich da abgeknallt. So, ich wechsle meinen Charakter, weil... wird da kritisch.
Ach, das habe ich mich früher auch mal gefragt, als ich noch jung war. Auf welche Sachen ich komme. Im Alter wird man da weniger wählerisch. Danke für deinen Kommentar, Nadi. Toll formuliert. Ah, ist mir plötzlich warm da. Mann, da macht man was durch mit euch. Da brauchst du nichts sagen, ich sehe, wie du grinst. Ich hab bei dir da so ein Heck oben. Ich seh dir, bei dir schaltet die PlayStation immer ein und schaltet die Cam ein, damit ich dich sehen kann. Wann wolltest du duschen gehen? Da muss ich die PlayStation programmieren. Natürlich programmiere ich die dann mit dem Xbox-Controller. Ist ja ein Hack. Ja, die geheime, die, von der du nichts weißt, die ich dein Blu-ray-Laufwerk eingebaut habe. Das könnte was werden. Genau ich. Oh, oh, die haut's auch nur mehr nieder. Ey, ne, lass die Räder zocken. Eieiei, da macht man was mit euch. Ja, ja, die Verführung älterer. Verführung volljähriger. Hallo Junior, mach mal Winke Winke. Hallo. Und wünsch mal alles Gute im neuen Jahr. Wo ist die Kamera? Wo bist du? Ja, hier. Ah, da. Alles Gute im neuen Jahr. Kurz und schmerzlos. Hallo eure Let's Play. Was mit dem Spiel? Naja, Euro Let's Play. Schick mir eine Einladung, beziehungsweise über PSN eine Anfrage, dann kannst du gerne mitspielen. Eieiei, da macht man was mit der Nadi. Die ist heute direkt schon mal am 1. Januar verlegen. Oh, Dede. Oh, du dicke Dacke. Ne, das war. Okay, Flocky. Ja, jetzt hat er Stress gekriegt mit seinen Freundinnen wahrscheinlich. Ach, der Junior ist da schon wieder verdüftet. Heute klappt's mal mit dem Deutsch perfekt bei mir. Verdüftet. Da macht man was mit. Ach. Verdüftet. Die Analkunda. Ratzi Fatzi. War jemand Holz? Ich hab da ein Zunderholz gekillt. Ach übrigens, ich hab ja jetzt Snapchat da, Dingsbums. Wie der Kack heißt, ich werde es danach mal im Kanal Banner oben auf YouTube verlinken. Dann könnt ihr mir da auch anschreiben. Mir da, ja, sehr deutsch wieder mal. Dann könnt ihr mich da auch anschreiben. So rum. Grüße gehen raus meiner Deutschlehrerin. Die freut sich natürlich, dass ich da alles, was die mir mal beigebracht hat,
ich großzügigerweise wieder vergessen habe und verdrängt habe. Hey, hört doch mal auf, das sind 2 Millionen Pflanzen. Euer Let's Play, willst du mitzocken? Hast du eine Anfrage geschickt? Nö, noch nicht gekriegt. Lala. Auf PSN findest du mich unter X-Mate. Gleich wieder Kanal. Wo ist denn der Schnapper da hier? Oh. Ach, der Zunderholz macht da ein Camping. Stimmt, stirbt er irgendwann mal? Ja, hey Floki, wo warst denn? PSN-ID. Nicht IS. X-Mate. So. Dann schicke ich es da auch nochmal. BSN-ID. Doppelpunkt. X-Mate. So. Jetzt habt ihr auf allen drei Streaming-Plattformen die PSN-ID von mir. Wenn ihr mir dann eine Anfrage schickt, könnt ihr gerne mitzocken. Hey Nightbot. Schnapperhand, beruhig dich mal. Ah, da platziere ich mal schnell einen Mod hin. Komm, Bot. Der Ghost Rider. Ich dachte, der ist da ein Skelett, der Motorrad fährt und einmal. Es war eigentlich. Ursprünglich war es ja der Ghost Rider ein Reiter. Danach kam der Film raus, da war es ein Motorradfahrer. Übrigens, wer den Film nicht kennt, schaut ihn ruhig euch mal an. Ich fand den extrem geil. Lalalalalala. Ja, Junior, schaust du mir mal please nach, ob ich bei PSN eine Anfrage gekriegt habe? Bitte, danke. So, ja, nicht abknallen, unfair. Ne, ich bin da eingefroren. Gefühlte 10.000 Gelati später bin ich mal aufgetaut. Wo ist denn der Zitrus? Ach, da hinten oben. Oh, oh, Zunderholz. Also, wartet mal. Ich gehe mal schnell in die PlayStation-App rein. Und schau mal, ob ich da eine Anfrage gekriegt habe. Ach, das kann dauern. Anfragen. Eine habe ich akzeptieren. So, Anfrage habe ich mal angenommen. Also, wenn der oder diejenige mitspielen will, kommt ruhig rein. Status ist auf online und ihr könnt beitreten. Schnapperhelm, beruhig dich mal. Mann, der Zunderholz nervt da. Der Florian ist als Fußsoldat da. Also die besten Bots habe ich da jetzt nicht, aber egal. Ah, was kann ich denn da nehmen? Ja, ich nehme den da. Schmeißt halt seine Glocken hin und her.
Klingt jetzt zweideutig. Naja. Lassen wir mal so im Raum stehen. Ach, da unten ist er. Ja, hallo Rosi. Die haben mich gar nicht mal bemerkt gehabt. Mann, du blöder, zunderiger Holzhaufen. Dreimal hat er mich schon. Oh oh. FC Bayern. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass der da ein Fußballfanat ist. Ich weiß nicht, woher ich den Verdacht habe. Könnt ihr mir das sagen? Hm, der Kickwicht hängt da mal am Zaun fest. Ach, da drüben haben wir mal Mais. Also der Pilz da. Hä? Ich wusste gar nicht, dass da Augen sind. Da habe ich ja bis jetzt eigentlich noch nie Acht gegeben. Wusstet ihr das? Hallo Kakteen. So, und der Rose ist eigentlich ein Kickwicht. Okay, die ist schon dort. Maisy. Der Florian, der Abstauber. Hat er mitgekriegt, wie der wieder mal mir da einen Kill geklaut hat? Zustände. Jetzt kommt wieder mal der Zweizunderholz. Ferretz. Zwei Minuten acht haben wir noch. Drunter und drüber. Zack. Ah, ich habe auch wenig Leben. Oh, 7 hab. Ja, und sobald ich sagt, ratzfatz war ich weg. Sekunden. Es wird knapp, vielleicht schaffen wir es. Wer weiß. Nee, 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 nee. Beruhig dich mal, Pflanzentopf. Da, spiel mal mit dem Kickwicht. Kleines Böckchen. Da kommt wieder die ganze Familie Zunderholz. Vater, Mutter und Enkelkinder, oder? Kleinholz. Haha! Sie haben es nicht geschafft. Herr Floricci. Gut gespielt, Florian. Ja, aha, aha, aha.
Also, Vokaya hat 26, Ghost Rider 25, Josee 18, Kasprak 17, Ferretz 21, Mondblitz 14, Davex hat 10, FC Bayern hat 9, Tor Florian 35, ZM1 hat 29, Arby der Shark hat 16, ich habe 19, Hixa 19, Emilio Fam 18, Francesca Kahn hat 14, Light Sleep Knight hat 9. Ja, mir hätte ich bestens. Und dir? Wo bist du schon wieder mal hin? Übrigens, sag mal in deiner besseren Hälfte da ein gutes Neues. Was überhaupt brav? So, ich starte mal. Was starte ich? Ach, ich nehme mal einen Leichtmatrosenwicht. Du bist ein Zombie, erledige die Pflanzen. Ja, soweit war mir schon irgendwie bewusst. Aber danke nochmal für die Info. Oh, ein HP! Gut, da hat er jetzt der Schnapper. Leicht Spiel mit 1 HP, da bin ich ja ein leichtes Ding. Ein leichtes Ziel für einen Schnapperlein. Hä? Light Sleep Knight. Danke, dass du mich da abgeknallt hast, du Eiertreter. Keiner da, der mich wiederbelebt. Ach doch. Schaut euch an. So, ich hol mir mal die Titanic. So, wo sind jetzt die ganzen Pflanzen? Da, arriba, ja. Müsste eigentlich noch irgendwo ein Ding sein. Da spielt man mit meiner Kugel. Schnapper, wo willst du hin? Da unten haben wir ein Röschen. Wo ist denn die Rosi hin? Nee, zwei Schnapper hin. Nee. Radixen. Okay, Jeff, Gebhardt und ich haben alle 13. Also sind wir ungefähr gleich gut am Start, wenn wir da gleich viel Ding haben. Punkte her. Ah, da ist der Jeff am weitesten vor. Kommt drauf an, welchen Charakter der hat, und der hat ja mich mal wiederbelebt, dann braucht er nur noch jemand anders, dann kriegt man ja Punkte auch fürs Wiederbeleben. Wo ist denn der andere Schnapper? Super, ich muss mal nachladen. Ah. Dafür hat der Leichtmatrosenwicht noch Rübsachen gemacht. Schweres Wort.
Mahlzeit, Herr Schnapper. Jetzt bist du fällig, weil du vorhin irgendeinen gefuttert hast. Yo, 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 Ho-Modus. Juhu! Ich bin in Yo, 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 Ho-Modus drin. Ja, die Runde ist vorbei. Also, ich finde einen Leichtmatrosenwicht nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Bin nach wie vor begeistert vom Standardwicht und vom Partywicht, aber danach kommt an dritter Stelle direkt mal der Leichtmatrosenwicht. Von den Fähigkeiten her. Also, Jack Can hat 7, ZM 1 hat 6, Radix hat 5, Light hat 5, Hixa 5, Kesprek hat 4, Jeff hat 16, Gepard 13, ich 14, Ghost Rider 6, Rafalin Moya hat 5, Final Boss Dex hat 6. Und Florian, ich denke mal, heute wirst du früher bannen gehen, oder? Bleibst du wieder mal bis 5 wach. Was hast denn da bis 5 gemacht überhaupt? Dem Nachbarn das Haus angezündet. Yeah! Vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn, acht, sieben, der Zwerg ist gefährlich. Mit den anderen ein bisschen gespielt bisher. Du hast mit den anderen noch ein bisschen Scheiße gespielt. Also Bambuswumme wollte ich eigentlich jetzt nicht. Deshalb habe ich da mal ein Ding hin platziert. Unheilspilz. Die haben schon den ersten Ding da scharf gestellt. Ja, super. Kein einziger in der Verteidigung da. Nicht gut. Bleib cool wie eine Gurke. Sind Gurken cool? Ist mir jetzt mal was Neues. So. Zack. Zack. Nee, ich fall in die Lava. Also mein Major Mais hatte da in den Füßen zu kalt, deshalb hat er da mal einen Abstecher in die heiße Lava gemacht. Er hat die Schnauze voll vom Winter. So, mal schnell entschärfen. Die stressen uns da ziemlich viel. Mann. Okay, wenigstens hat mich der Bot nicht gekriegt. Weil, wenn mich da der Bot abknallt, wäre kacke. Wenigstens ein Gegner soll es schon sein. Ja, die gehen drüben auf den Garten ganz rechts dahin. Up. So, Mahlzeit. So. Gartenzwerg ist gespawnt. Ich hab die Gartenzwergbombe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja.
Oh oh. Also nach 11 Minuten 31 momentan sind die Zombies da einen Garten vor. So, ich schmeiß mal Butter runter, vielleicht treffe ich den einen oder anderen. Weiß man ja nie. Wichtlein, lass den Schnapper in Ruhe, lass den Schnapper in Ruhe. Gib mir Deckung, Leute, ich will den da hinplatzieren. So, und Butter habe ich. Falls da irgendeiner hingeht und den Gartenzwerg entschärfen will, könnte ich den in die Luft jagen. Mit etwas Glück. Scharf ist er noch. Tja, hätte ja funktionieren können. Plan war gut. Umsetzung eigentlich auch so, mehr oder minder. Bloß das Entschärfen hätten wir uns da vermeiden sollen. So. Pam. Danny Kolsul. So, mein Butter hin. Komm, lad mal nach. Hey, jupp, ja. Momentan hat keiner da den Gartenzwerg jetzt die Pflanzen. Man kann so ein... Ja, super. Wieso steht denn der daneben und nimmt den Gartenzwerg nicht? Kann mir das mal einer erklären? Vielleicht, vielleicht... Verpasst um Haaresbreite. Das wird eine Sauerei irgendwie. Also die Zombies haben den Gartenzwerg. Schmeiß mal Butter rüber. Vielleicht triff ich ja den einen oder anderen. Hinter mir ist da ein Ingenieur. Komm! Hm.
Mandobrains, ich hoffe mal, dass den da irgendeiner abknallt. Rache aus dem Grab, okay, Spieler besiegt. Aber entschärft, also wieder nichts. So, ich schmeiß mal eine Runde Butter rüber. Hallo Max. So, ich hoffe mal, dass wir wenigstens eine Gartenzwergbombe zünden, dass wir ausgleichen. 10. Komm, ich brauche Butter. So. Ha! Battle Gaming, hallo. Hallo, Tim. Okay, Gartenzwerg ist gespawnt. Ich habe einen Gartenzwerg. Scheiße, wo soll ich nicht hin damit? Hilfe. Rein. Mmh. 47 Sekunden. Ah, gut, da habe ich wenig Chancen, wenn die einen da hinter mir rumeiern. Die Schnapper hätten eigentlich vorgehen müssen und ja, alles wegfressen, was da im Weg ist. Weil außenrum wollte ich ja nicht, weil wir gerade da im Garten von den Zombies gesprengt haben. Sprich, ich habe da gerechnet, dass eigentlich ziemlich viele Gegner noch am Start sind. Pam. So. Rainy, beruhig dich mal. Okay, das war verrückt. Jetzt liegen wir mit einem Punkt vor. 4 Minuten. Also heißt entweder jetzt mal ordentlich. Yes, thank you, Waddle Gaming. And you? Also ich hoffe mal, dass wir jetzt die Stellung halten können. Dann haben wir es geschafft. Gut, Schnapper. Versucht ihr da den Rücken frei zu halten. Bam. Lass du da den Schnapper in Ruhe. Ne. So. Bin da der Verteidigungsmeister. Okay. Vorhin haben sie so gut verteidigt und jetzt gar nichts. Naja, mir kann es ja recht sein. Ah! Oh. Yes. Parabim. Ja, dann freut er sich, der Chef. Also, Jeff hat 49, ich habe 27, der Florian nur 23. Was ist mit denen da los? Ghost Rider 22, Loch Bossa 18, Gian Pieros 14, MC FC Bayern hat 8, Radixen hat 9, Saha 7, Pti hat 6, ZM1 hat 24, Hixa hat 17, Kasprak hat 8, Lightsleep Knight hat 6.
Naja, ich mag die Citrons überhaupt nicht. Egal jetzt welchen. Wohin kann ich... Ja gut, den kann ich da sowieso nicht schauen. Auf meinen Kanälen, die ich da krieg. Da könnt ihr heute Rosamunde Pilcher irgendwie den ganzen Tag schauen. Anders empfange ich nicht. Deshalb von den deutschen Kanälen her kriege ich nur Rosamunde Pilcher rein. Und nee, das ziehe ich mir nicht rein. Oh oh. Nee, hat er mich noch gekickt, der Arsch. Iha! Iha! Ich springe rauf und runter. Da, 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 da. So, ich hol mir mal den Titanic Mac. Hä? Ich dachte, ich hab den gekriegt. Nee, ich stand da wie ein Ochs vom Berg und dachte, es ist mein Schiff, was da kommt. Nee, natürlich war es ein Florian seins. Kacke. So, jetzt kommt aber meins. Aber meiner hatte da das Telefonchen in der Hand. Hm. Oder hatte ich da eine Fata Morgana? Komm, lass mich da mal kurz vorbei. So, schicken wir mal das Kanönchen runter. Tick, 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 tick. So. Kügelchen eingesammelt. Ja, auf jeden Fall hatte ich da das Telefon in der Hand und dachte, ah super, jetzt kommt mein Schiff und siehe da, wir waren daneben. Der Florian, was freut sich da, mich abzuknallen, der Gegner. Übrigens, da ich ja vorhin mit dem Leichtmatrosenwicht gespielt habe, muss der Florian natürlich nachmachen. Hey, wo sind die ganzen Pflanzen hin? Ja, hallo, Herr Schnapperino. So, Stachelkraut mal eine Runde zerstören. Wo willst du hin? Danke für dein Kügelchen. Ja! Ach, da kommt wieder mal der Schnapper hin. Yeah! Ja, der Ding, der Wicht hat da einen Breakdance-Kurs besucht. Oder kann der von Haus aus da sich so drehen? Hast du das auch gelernt bei Breakdance? Sich so zu drehen wie der Wicht. Hier ein Kreis. Was? Ja, ein Kreis. Ja, wie? Auf dem Rücken. Schau, ich zeig's dir mal. So. Auf dem Rücken liegen. Ja, was macht der? Der liegt ja auch auf dem Rücken. Ja, der Junior hat mal einen Breakdance-Kurs besucht. Deshalb habe ich mal nachgefragt, ob er den Move vom Wicht da drauf hat. Welcome back. So, da ist irgendwo eine aggressive Erbse.
Hi Max, grüß dich. Hallo, gehen wir mal schauen. Dann schauen wir mal. Habe ich jetzt das Kügelchen aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Ja, du hast aber Hi geschrieben, dann sage ich ja auch Hi. Oder hätte ich da Fisch sagen sollen? Da hätten wir einen Hai-Fisch. Der Sieg ist nah, ich kann ihn schon schmecken. Könnt ihr am Sieg schmecken? Was ich da rieche, das ist verbranntes Fett. Ja, weil mein Nachbar sein Oldtimer, glaube ich, gestern gestartet hat. Oh, der Wicht hat da mal einen Rübser losgelassen. Ach so, naja, ich verstehe sowieso nicht, was der da schreibt. Also wenn da einer mit mir Englisch schreibt, da bin ich da aufgeschmissen. So. Oh, ich habe ja schon wieder die Titanic. Ja. Kügelchen. Hä? Werden da auf mich losgeballert? Ach, da ist noch ein Kügelchen eingesammelt. So, ich drehe mich da mal im Kreis. Irgendjemanden werde ich wohl treffen. Nö, von wegen. Wieso soll ich da jemanden treffen, wenn ich mich drehe? Aber wir haben... haben's geschafft. Juhu. Also, zum Urbiaben. Übrigens, wie lang bin ich denn da schon live? Oh, eine Stunde 20. Dann werden wir mal zu GW1 switchen. Okay, Flocky, Mahlzeit. Nicht zu viel naschen. Also, der Rippert hat 27, Kesprek hat 9, Sascha hat 8, Ptiloop hat 4. Ich hab 9, Jogosksp hat 1, Jrvde hat 5, Diamond Dragon hat 5, Tiger hat 3 und die anderen haben alle 0. So, und ich switch mal rüber zu Garden Warfare 1. Während der Florian da am Futtern ist. Da. So. Komm. Yay. Also irgendwie ist GW1 lauter als wie GW2. Ich muss da jetzt mal das Headset, die Lautstärke verändern. Dann starten wir mal Multiplayer und Türmatte. Essen und spielen, naja, kommt drauf an, probier du mal Suppe zu essen und nebenbei zu spielen. Okay, da hat irgendeiner das Headset schon wieder mal ein. Der schreit mal.
Also ich starte mal mit dem Fußsoldat. So, alle mal gemutet. Naja, ich eigentlich nie. Aber durch den, dass durch Silvester hier irgendwie heute ja so zwischen 3 und 4 am Nachmittag gefuttert habe ich jetzt mal keinen Hunger und tja. Durch den, dass ich ja sowieso nachts arbeite, habe ich da sowieso einen ganz kompletten komischen Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn die anderen frühstücken, esse ich meistens zu Mittag. Und alles so ein komisches Zeug. Scheiße. Andinieri ist am Start. Wer ist denn da sonst noch da? Hossa und Korumba. Den habe ich mal mindestens, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gesehen. Andinieri war auch länger nicht da. Es sind heute mal ein paar alte Gesichter drin, die ich lang ewig nicht mehr erblickt habe im GW1. Mal schauen, vielleicht kommt noch Honk Monk. Zack und Tschüssikowski. Nee, Mann. UBDM. Da. Ja, die Runde ist direkt mal vorbei, hat nicht mehr lang gedauert. Übrigens, da müsste ich, wo habe ich den Scheiß da drin? Da hatte ich eigentlich mal irgendwo eine Animation, die die Leute erinnern sollte, ein Abo da zu lassen und so ein Zeug. Ich finde die nicht mehr. Naja, ist ja egal. Andiniri hat 10, Mango hat 8, Perfushiha hat 10, Duxel hat 8, Bogdan hat 8, Mini, Dickhühner 5, Zuloski 5, dann Hosankoro 10, Chelsep 9, Enskayavel hat 7, Scheiße, haben die da Namen. LOL, die Community in GW1 ist, sich wieder trifft. Nö, aber da ich hauptsächlich Türmatte spiele, kenne ich da die meisten guten Spieler schon, weil irgendwie weiß man, wenn man jeden Tag da 10-20 Runden gegen einen Mensch spielt, dann kennt man die. Ich kenne in GW2 auch die Leute. Obwohl ich da ein halbes Jahr fast gar nicht mehr drin war. Und auf jeden Fall, die Community in GW1 ist größer als wie die in GW2. Nur mal so am Rand. Weil die meisten Leute, die GW2 und GW1 zocken hauptsächlich GW1. Zumindest von denen, die ich kenne. Der Florian hatte ja früher auch GW2, hat sich dann GW1 gekauft. Und spielt mittlerweile sogar mehr GW1 als wie GW2. Und die Karina zum Beispiel spielt auch 90% der Zeit GW1 und die anderen 10% GW2. Deshalb einfach, weil GW1 angenehmer ist zu spielen. Ich mag GW1 bei weitem viel lieber als wie GW2. Also wenn ich da nicht stream, wenn ich da was spielen würde, dann GW1, GW2 würde ich gar nicht anrühren. Okay, Erstschlagmeister. Nö, bin ich nicht. Ich dachte, ich habe den ersten Kill. Nö. Unfair! Der haut da ab. Ich habe ordentlich viel Hits verpasst. Der hat jede Menge Schaden kassiert. Und dann albert er rum und haut ab. So ein feiges Huhn. Aber wart nur mal, ich komme jetzt rauf. So, hier bin ich. Jetzt gibt's Haue. Wir hatten da noch eine Rechnung offen. Wupp. So macht man das. Tja, der eine wollte flüchten. Razzifazzi und weg war er. Ein bisschen weiter nach rechts bitte. Ja, links geht auch. Ne, links geht nicht. Da habe ich die Krabbe im Weg. Lass du mir den Ingenieur in Ruhe.
Nicht abhauen. So, braver Ingenieur. So, hallo Fußsoldat, grüß dich. 1, 2, 3. Toter Fußsoldat dabei. Nachladen. Dann gehe ich den mal direkt schnell wiederbeleben. Ja, hallo, Herr Olli ist da. Kann man nichts machen. Charlie Schorsch. So, da haben wir die jetzt schon wieder mal einen Fußsoldaten. Mahlzeit, Herr Schnapper, lassen wir schmecken. Ach, da haben wir Herr Allstar und Herr Fußsoldat. Gut, da bräuchte ich jetzt einen Supersprung. Was denn? Was war was? Also momentan liege ich da in Führung, gefolgt von Andy Neri, Bogdan und Hosson Koro. Hey, was war das? Was war was? Ein komisches Geräusch? Weiß ich nicht. Also bei mir war mal nichts. Bei mir war mal nichts. So. We play Garden Warfare 1 the most of the time. We prefer Garden Warfare 1 and not 2. So, komm mal her. Und wie war das Geräusch, Max? Mann, Allstar, Fußsoldat. Ah, scheiße. Junior, übersetz mir mal kurz. How long heißt wie lang? Have you been playing this? Wie lange ich das gespielt habe? Also, und bis so. Ach, ja, das ist ein Bug, was da manchmal ist. Da bleibt einfach der Ton hängen vom Wiederbelebung. Von der Wiederbelebung. Es ist ein Bug, der rein im GW2 auch manchmal drin vorkommt. So, Mahlzeit, Herr Schnapper. Okay, Florian. Übrigens, Florian, was gab's denn Gutes zu essen? Hättest du mich ruhig auch mal einladen können, was Gutes gibt. Ach du Kacke, du! Also 35 zu 43 schätze aktuell. Ach, der Florian hört mir wieder mal nicht zu. Der ist sicher wieder im Spiel drin. Ja, da muss ich mal zwischen den Runden mal nachfragen, ob er da weiß, wer mir da eine Anfrage geschickt hat. Ich habe heute oder gestern, war es gestern oder heute vom WLAN? Heute. Vom WLAN die Anfrage. Heute, oder? Hä? Den hatte ich ja. Da ist ja direkt die Chili-Bombe unter seinen Arsch explodiert.
Übrigens, Flocky, ich habe da schon wieder heute eine Anfrage gekriegt bei PlayStation Network als Freundschaft von einem Nickname WLAN. Sagt ihr der irgendwas? Den hatte ich schon mal. Da hat er nie mit mir gespielt, dann habe ich ihn gelöscht. Okay, thank you, Well Gaming. And good new year. Wenn man das so ausspricht. Ich hab da keinen blassen Schimmer. Also Englisch und ich sind halt keine Freunde. Aber trotzdem. So, Dena hat 12, Honson Koro hat 6, ich habe 9, Phase 9, dann Cool Runnings, übrigens, wer den Film nicht kennt, Cool Runnings, schaut den mal, ist ziemlich lustig. Kennst du den überhaupt, Florian? Cool Runnings. Der hat 5, Chell hat 6, Bogdan hat 12, Andiniri 7, Mango hat 8, Zuloski hat 11, Rai Barkata 1 und der Florian 0. Übrigens, Florian, Cool Runnings, da ist eine jamaikanische Bobmannschaft, die Bob fahren will. Jamaika, Sonne, weißt du, im Bob fahren geht Schnee, Eis und so weiter. Ich will da nicht zu viel spoilern, aber schaut dir das Spiel an. Spiel, den Film. Am PC oder am PS4? Also, kommt drauf an, was. Meistens spiele ich lieber auf PC. Ich spiele generell eigentlich die meisten Spiele auf PC. Auf PlayStation 4 habe ich fast keine. Ich habe mir vor ja, circa ein Jahr die PlayStation nur gekauft, um mit den Abonnenten zu zocken. Deshalb. Hä? Da geistert's. Ach, jetzt weiß ich, was da geistert. Ein Kabel ist wieder mal runtergefallen. Mit einer Wäsche. Klammer dran. Ich habe da eine Wäscheklammer auf einem Kabel dran. Weil, ihr seht. Jetzt seht ihr mal. Wo ist denn die Kamera? Also, ich habe den Audio vom Spiel da über den Jack im Controller drin. Also, zurückzukommen zum Thema PC oder PlayStation, hauptsächlich PC. Ich habe mir aber, wie gesagt, vor einem Jahr nur die PlayStation gekauft, um da mit den Abonnenten zu zocken. Ich habe mir bis jetzt ein einziges Spiel noch dazu gekauft. Und das war PUBG Mobile. Mobile, guten Morgen. PUBG, ansonsten habe ich eigentlich keine Spiele drauf, die man kauft. Ich hab da noch Fortnite oben, zock's aber so gut wie gar nie. Da ist auch nur auf PC zock und da auch mit Controller. Auf jeden Fall, Cool Runnings ist ein lustiger Film. Ich hab ihn früher eigentlich öfters mal zu Weihnachten, so zu der Jahreszeit. Im Winter wird er öfters ausgestrahlt in öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Ist eigentlich ziemlich lustig. Eine jamaikanische Bobmannschaft. Oh. Ich bin noch bei 0. Gar nicht gut. So, ich wechsle mal Charakter. Ich probiere mein Glück mit dem Ingenieur. Ich mache mal einen Luftangriff. Okay, der Ingenieur ist auch da. Ey, wieso hat denn der die Raketen nicht gezündet? Ich hab doch die Taste gedrückt. So, Erbsi, bleibt mal ruhig. Gut gemacht, Herr Allstar. Tja, die Filme, die ich vorhin gesagt habe, schon vorhin,
Ghost Rider würde ich euch auch empfehlen mit Nicolas Cage. Da gibt es zwei Teile davon. Die waren auch ziemlich cool. Ich finde es schade, dass da nicht noch ein weiterer Teil folgt. Okay, da war jetzt die Sonnenblume selbst blöd. Ich habe da die Bomben abgefeuert und die läuft direkt rein. Da gibt zwar keinen Sinn, aber naja. Hoffen wir, dass mich da jetzt keiner abknallt, wenn ich den da wieder belebe. So, kurz nachladen. Okay, vier Schnapper. Nee. Du gibst jetzt mal Ruhe. Jetzt seid ihr zwei dran. Oder drei. Oh, oh. Du wolltest mich da futtern. Headship. Oh, die Sonnenblume, Mann. Der Chelsep. Okay, ich habe eigentlich jetzt ziemlich rapide aufgeholt. 6, 5, 4, 3, 2, komm. Keiner, der mich da wiederbelebt. Ne, der legt sich da neben mir hin, damit ich nicht so einsam bin. Jetzt habt ihr es mal. So, ich lass mal das Dröhnchen starten. Hey, was hat denn der da für ein Problem? Der schüttelt den Kopf. Okay, wir verlieren. Die Pflanzen brauchen nur noch 25. Und wir? 21, ja gut. Jetzt wegen 4 Kills braucht er da noch keine Panik schieben. Also wenn man da abgeknallt wird mit der Drohne und es rechtzeitig schafft, noch die Dreiecktaste zu drücken, dann kann man sogar manchmal, wenn man abgeknallt wurde, noch die Bomben abfeuern. Jetzt habe ich es nicht mehr geschafft. Habe es zwar versucht, aber ich habe zu spät reagiert. Kack, Chili-Bombe. Also 31 zu 28. Da hinten haben wir mal. Hä? Wie hat denn der mich jetzt so weit rauf geknallt? Check ich nicht ganz, aber naja, lassen wir es mal gelten. Schreit sie. 33 zu 36. Viermal. Ich denke mal, zum Schluss wird es extrem knapp werden. Wir sind eigentlich von den Teams her ziemlich nah beieinander. Es trennen uns eigentlich nur 4 Punkte. Betäubungsmine? Nee, ich muss natürlich nachladen. Ach du Heiligskanonenrohr. Alpha B. Komm, heil dich mal. 15, ja, was wartest du? Du bist der Gegner, komm. Komm, mach schon. Klein Sticker rein. Hopp. Hui. Mann. Ja, der Florian. Da hat er jetzt Glück gehabt, dass ich schon wieder nachladen musste. Und wenig Leben hatte. Danke. Mark M. Fork. Ich weiß jetzt nicht, was der Nick da bedeuten soll und wie man den ausspricht. Ach, dann schauen wir da rüber. Ich fieber da ganz mit.
Ich muss mir einen Stuhl ankleben. Der Florian muss dann natürlich übertreiben. Oh, 47, 47. Tja, ich habe ja gesagt, es wird extrem knapp. Ich hoffe mal, dass ich da noch schaffe. Einen Scheißdreck schaffe ich. Ich wollte noch einen Drohnenangriff starten. Tja. Blöd gegangen. Also Gepard hat 16, Andinieri 12, Chelsep hat 8, Zuloski hat 5, Ferrawal hat 5, die anderen lasse ich aus, Hossonkoro 11, ich habe 12, M4RC hat 7, Cool Runnings hat 5 und die anderen lasse ich weg. Ja, hey, Mr. Spooky, frohes Neues, wie geht's dir? Ja, ja, Vorlagenmeister Florian. Und Spock, gut reingerutscht ins neue Jahr. Minö! Jetzt hat er das andere Bein kaputt. Verschlafen, naja, da gibt's doch Schlimmeres. Da habe ich's eigentlich öfters mal verpennt. Du auch, Junior, oder? Nö. Nö, der Junior nicht. Naja, verpennt. Hast du noch nie, glaube ich, oder? Gut, jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass er klein ist bei seinen, boah, was wirst du sein, 1,68 Meter, so um den Dreh raus. Oder? 70. Ja gut, 68, 70. Wegen die 2 cm macht es eigentlich auch nicht mehr aus. Schöne Grüße von Mr. Spocky. Einen guten Rutsch. Ebenfalls Mr. Spocky. Also, momentan steht's 3 zu 1. Links, rechts, rauf, runter. Mann, so ein Idiot. Ich belebe den gerade wieder. Was macht er? Er spawnt. Kill geklaut. Du bleibst jetzt da. Ich will mal einen Kill. Endlich mal einen. Ruhe da. Bleib mal stehen. Junior, komm mal her. Komm. Mach dir auch Platz. Ich hab jetzt ja die Kamera verstellt. Ja? Mr. Spock hat gesagt, du sollst mal herkommen. Ach so. Ah, oh, Mr. Spock. Aha, da haben wir mal einen Ollie-Star. Max. Okay, tschüss Max, schönen Abend noch. Brav bleiben. So, den habe ich mal ganz geil ausgetrickst. Also. Ja, ich glaube, der Wissenschaftler kriegt mich. Hallo, Mr. Spock. Wer hat da meinem Freund denn
Dr. Cactus hat geknallt. Sobald nicht mehr BVZ ist. Nee, der spielt nicht gern BVZ, der spielt viel lieber Euro Truck Simulator. Ja, jetzt habe ich die 600 Spiele schon geknallt. Ja, mittlerweile spielt er, wie heißt der Scheiß? Hast du gestern bei mir... SimCity? Nee, nicht SimCity. City Skylines. City Skylines spielt er jetzt bei mir. Weil ich ja Origin Vault habe, da hat man 138 Spiele, glaube ich, drin. Man zahlt jährlich so um die 28 Euro und hat die ganzen Spiele dabei. Und ich hatte da City Skylines dabei und habe es eigentlich noch nie probiert. Ich habe SimCity früher gespielt, habe es auch gekauft. Das gefiel ihm eigentlich nicht so gut. Und als er gesehen hat, dass ich da City Skylines habe, hat er es direkt mal eingeschaltet und angespielt. Ja, super, danke. Schenkt er mir der Haftkügel kein. Ey, nix und schenkt nachträglich rein. So, feindlich Abschuss. Ja, super. Kickwich, der kriegt mich jetzt. Ich laufe da mit 10 HP rum. Pam, hab noch einen gekriegt. So, ich krieg schon wieder mal Werbung. Neues Gadget für Sie. Eine Teekanne mit Filter für losen Tee. Trink kein Tee, deshalb. Trinkt ihr da noch Tee? Und wenn, dann trinke ich keinen losen. Benutze ich einfach die, in den Filterbeuteln schon drin sind, oder? Sagt man zu denen Filterbeuteln? Ja, ich glaube schon. Theoretisch ja, praktisch nein. Der Teebeutel. Teebeutel. Was? Was? Teebeutel. Statt THE Seebeutel. Nur Eistee. Ja, da trinke ich lieber eine Cola, aber ich trinke generell fast die meiste Zeit Mineralwasser. Eistee ist was Gutes. Ja, Eistee habe ich in LKW immer drin. Im Sommer von dem Zeug, je mehr man trinkt, desto mehr kriegt man Durst. Und die LKW ist dann extrem angenehm, jedes Mal bissen müssen. Weil, tja, da kennt ihr mal die Gesetze in Italien nicht. Wenn ihr da am Straßenrand bieselt, 10.000 Euro Strafe. Da kostet es weniger, wenn ihr in der Polizeistreife ein Auto reinbieselt. Könnte ich mir mal vorstellen. Bestimmt. Ja, bestimmt. Aber wenn ihr auf allen vier Beinen lauft und wuff wuff macht, dann dürft ihr. Da sagt keiner was. Ja. Haben in Deutschland die Leute auch mittlerweile fast jeder zweite da einen Hund. Also bei uns ist das ja nicht mehr normal. Früher war es so irgendwie, ja. Ding, und heutzutage ist es ein Statussymbol. Ja, 100. So ein Arsch. MA286, wo ist er denn? Ah, 7 Kills und will mir da auf den Sack gehen. Wenn du keine Ahnung hast, können wir es auch nicht wissen. Ja, der Mr. Spocky schaut nie. Er schaut immer auf die Nachbarinnen, nicht auf deren Hunde. Oh, Hunde! 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 Boah! Wow. 1. Januar fängt mit Deutsch, Rechtschreibung und Grammatik schon perfekt an. Kannst du in der Woche statt mir Schule gehen? Ja, ich gehe gar keine Schule mehr. Doch, doch. Beruhig dich mal! Ach,
Den kenne ich doch, den Eiersack da. Der Florian. Also da keiner vorbeikommt, mich wiederbeleben, dann spawn ich einfach mal. Übrigens, kurzer Zwischenstand, 35 zu 23. Naja, natürlich schaffe ich es da nicht mehr auf. Ich will ein paar Kekse verspeisen. Ein paar Kekse? Die schwarz gestreiften sind alle für mich reserviert. Ich weiß von nichts. Ich hab sie alle vorhin abgeschleckt. Ja, mit dir nicht. Du würdest sie trotzdem fressen. So gut kenne ich dich mittlerweile. Übrigens, Mr. Spooky, da du mich ja auf Instagram nicht verfolgst, hast du dir das Beste verpasst. Zu Silvester habe ich Tiramisu machen wollen. War bei meiner Mutter, also beim Junior seiner Oma. Wollte die Creme machen. Mixer funktioniert nicht. Ich hatte keinen Bock mehr in die City zu fahren und da einkaufen gehen, weil die Geschäfte rappelvoll waren. Die drehen ja alle durch zu Jahreswechsel. Ja, was macht der Herr? Holt dann Hilti. Ja, es ist ein Bosch-Schlagbohrer. Spannt da die Schneebesen ein und nutzt einen Bohrer als Mixer. Natürlich musste ich das mal auf Instagram veröffentlichen, weil sonst kauft es mir keiner ab. Aber der Tiramisu war gut. Not macht erfinderisch heißt. Also ich habe 17, Hossam Koro 6, Cool Runnings 4, Gebhardt 25, Andinieri 9 und der MA286 ist raus. Gigi Florici. Der Kekshenf. Wo der Junior ist, der ist, war gerade in der Kamera da und jetzt ist er Keks fressen gegangen und jetzt kommt er wieder. Ja, bin ich wieder. Der Florian hat dich gerade gesucht, der hat dich vermisst. Übrigens, hausgemachte Kekse. Ich kann zaubern, wisst ihr das? Hier, seht ihr einen Keks? Verschwunden! Zwei Kekse! Einer für mich? Mann! Du hast nur Rüssel im Kopf. Aus einem Keks waren zwei. Und die sind irgendwie trocken. Ja, mach mal gut. Danke fürs Aufmachen. Nein. Mann. Ah, oh, sind die trocken. Die müssen wir öfters mal gießen. Deswegen so. Habe ich auch nur Spitzblumen und die. Wenn man Spitzblumen sind, aber mit der Nussbaum. Natürlich immer den Nussbaum. Als ob ich Wüstensand kauen muss. Wüstensand? Ja. Naja, du hast ja einen Laptop, Florian. Da kannst du ja ETS 2 spielen. Tastatur. Hm? Mit Tastatur. Ja, hat ja einen Laptop. Ja, das war in Minecraft. Ich hab auch noch eine Tastatur. Kack per Kappel, Mist. Hahaha. Ich hatte die bessere in Erinnerung. Vor Weihnachten waren die noch besser, oder? Mhm, nach Weihnachten auch.
Aber so, eine Mini Mu, beide Pflanzen sind tot. Mann, natürlich, der Florian, der springt da rum. So ein junger Hüpfer. Übrigens, ich habe vorhin unserem Freund, den Helmut, mal einen guten Rutsch gewünscht, deiner Seite nach. Ganz vergessen. Ach, ich hab da eine Kakteen entdeckt. Okay, hier, jemand anders auch. Hä? Unfair! Das Spiel hat gerade geleckt. Jetzt kommt wieder mal der Abstauber Florian. Wusste ich's ja. Kann ja nur der Florian sein. Wer springt da quer durch Nacht und Wind? Es ist der Florian mit nur Scheiße im Grind. Ah! Was? Wieso stoßt du auf meinen Stuhl? Was mit den Knäsentaschen? Was? Ich hab's Gleichgewicht verloren. Achso, ich hab irgendetwas von chinesischen Taschen verstanden. Ich hab's Gleichgewicht verloren. Typisch Florian. So. Okay. Ja, super. 10.000 Pflanzen da. Was macht denn der da? Der war irgendwie verwirrt. Schaut in der ganzen Weltgeschichte umher. Ich wusste jetzt gerade nicht, was er gerade ist. Kaktus, Männchen, Weibchen. Eine Kaktusse oder eine Kaktee. Ich spring mal schnell weg, ich habe wenig HP. Haltstation, hallo du. Brauch eine Haltstation. Hallo, heilen du mich, hallo, hallo, Doktor. Jetzt muss ich dir hinterherlaufen. Ja, blablabla, kann ich auch machen. Du sollst mich heilen. Hallo? So, einen habe ich mal wiederbelebt. Hä? Ach. Hä, der unten hat ja nicht mal geschossen gehabt. Da war einer oben, der drauf losgeballert hat. Hm. Oh, kommt irgendjemand? Nö. Du bist eine reine Arsch. Super. Schuss verschwendet. Oh ja, sag ich auch.
Weg, 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 weg. Ja, sicher von hinten wieder mal der Florian. Ein Fenster! Ah, da findest du mich. Er hat mich gefunden. Gefunden hat er mich mal. Dann folge ich ihm. So. Dann warte mal, Account wechseln. Dann schicke ich dir da. Rup. Wo ist denn der Kack da? Ah, ich bin schon noch da, Leute. Link kopieren. So, Account switchen. Komm, Nachricht. So. So, stirb, du blöde Erbse. Hat dir da eine Nachricht geschickt, Mr. Spocky? Okay, wer ballert denn da? Nee! Scheiße! Ich spring runter, natürlich muss der Eiertreter da eine Chili-Bombe haben. Ja, sag ich auch immer. So, da bin ich wieder. Ja, Florian hat er. Mr. Spocky hat Insta. Übrigens, Florian, wie findest du eigentlich Snapchat? Naja, ich finde es eigentlich verwirrend irgendwie. Ich bin mittlerweile Instagram gewohnt. Mittlerweile, ja. Snapchat habe ich seit gestern und ja, ich finde es irgendwie komisch mit. Ja, ich denke mal, wenn man es öfter nutzt und mehr Leute drauf hat. Momentan hab ja nur Florian auf den komischen Zeugs da. Ich hab da auch noch nie durchgeblickt, wie man schreibt richtig. Irgendwie klappt's, aber ja. Panda! Oh, hallo, grüß dich. Oh. Langsam, langsam da, Herr Allstar. Beruhig dich mal da. Ach, der Allstar ist der Florian. Der hat mir der eine noch einen Kill geklaut, auch noch. Super. Eins. Zwei. Und Panda. Gut, das Jahr angefangen. Jetzt muss ich ein wenig
abwarten, bis ich da wieder mal einen Supersprung krieg. Ein Nightbot, du auch am Start. Übrigens, ich habe da die vorprogrammierten Nachrichten vom Nightbot verändert, beziehungsweise die Zeiten verändert, dass der nicht so oft hintereinander schreibt. Er schreibt jetzt so alle Viertelstunde mal. Ich hoffe mal, dass euch das besser passt. Weil einigen ging es ja auf die Nerven, wenn er da alle 5 Minuten mal eine neue Nachricht losliest. Deshalb habe ich die mal umgeändert. Zumindest mal versuchsweise. Ich kann es ja wiederum ändern. So schreibt er mehrere Nachrichten alle 15 Minuten und gut ist. Ach, der Florian hat Charakter gewechselt. Vorhin war er noch mit dem All-Star am Start, jetzt ist er mit dem Fußsoldat und du. Momentan kurzer Zwischenstand, 12 zu, komm, ein Kill, das wir da ausgleichen, nö. Also 12 zu 11. Ja, reg dich nicht auf. Ey, nicht wegkicken, unfair. So, oh, 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 oh. 8 HP, ich muss nirgends mehr hin. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal in Deckung gehen. Danke Florian, sehr lieb von dir. Okay, Mr. Spooky. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, wo willst denn du denn hin da? Ja. Hände hoch, Hände hoch. Was? Hallo Elias, grüß dich. Schönen guten Abend und guten 1. April, ja. Ich bin da schon Monate voraus. Scheiße, was habe ich mich mit dem 1. April heute? Wäre schon jetzt das zweite Mal, wo ich heute den 1. April sage. Naja, egal. 1. Jänner wollte ich sagen. 1. April. Ich bin da 4 Monate schon im Voraus, Junior. Da könnte ich ein paar Späße machen. Nö, das ist nur normal Türmatte. Ich spiele momentan GW1, GW2 habe ich vorhin 1,5 Stunden gestreamt. Ich spiele momentan, da ja viele Zeit haben, streame ich zuerst GW2 und danach wechsle ich während dem Stream zu GW1. Oh oh. So, ich spring mal, ich hoffe mal, dass die mich da nicht abknallen. Nee, 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 nee. Beruhig dich mal. Deshalb habe ich da auch in der Beschreibung drin GW2 plus GW1. Weil ansonsten müsste ich jetzt mal, wenn ich GW2 stream, den Stream beenden, den Titel wechseln und so weiter, Beschreibung wechseln, dann neuen Stream starten mit GW1. Deshalb ist das etwas, ja, eierhaft. Deshalb stream ich ohne Unterbrechung und wechsle dann im Spiel während dem Stream um. Mann, von hinten wieder mal. Kackbermiss. Schaut's da momentan aus, also der Florian hat 14, ich 12, Cool Runnings 5, ich bin Het Balu. Ich bin, welche Sprache ist denn das? Ich bin Niederländisch, Holländisch. Ja, ich finde nach wie vor GW1 Dollar zu spielen. Also ich habe eigentlich auf PC immer gespielt und damals auf der Play 3. Bin auf Play 3 und PC Level 313 und vor einem Jahr habe ich mir dann die Play 4 gekauft, weil viele Abonnenten von mir von Play 4 kamen und so konnte ich mit denen spielen.
Danach kam dazu, dass die meisten noch GW2 hatten. Dann habe ich mir halt auch GW2 geholt. Aber nach wie vor finde ich GW1 viel geiler. Es hat eine Geschmackssache. Mir kommen die Maps angenehmer vor in GW1 als wie in GW2. Bei den anderen ist es halt wiederum genau verkehrt nach. Kommt immer drauf an, was einer für ein Spiel mag. Wenn er es eher futuristisch mag, spielt er GW2. Wenn er es normal mag, GW1. Ich muss sagen, in letzter Zeit sind in GW1 auch viel neue Leute drin. Hingegen GW2 eigentlich nicht so viele. Danke Elias, dir auch. Also, ich habe 14 Cool Runnings, 8 Raptor hat 5, Drop the Dime hat 4, Sugar Sweet 5, die anderen lasse ich weg, Gepard hat 19, Ich Ben hat Baloo 13, Kackbär hat 8, Zuloski hat 7 und die anderen lasse ich weg. Gut gespielt, Florian. Übrigens, Florian, hast du den Mr. Spock gefunden auf Insta? Übrigens, wechseln wir mal zu Gärten. Boah, ich weiß nicht, da wird schon lang ewig rumspekuliert, kommt's nicht. Lass uns da mich mal irgendwie überraschen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir kaufe oder nicht. Ich muss sagen, von GW2 war ich damals eigentlich ziemlich enttäuscht. Ich kam von GW1, hab's eigentlich tagtäglich gespielt und mit Freude rein Origin BVZ GW2 gekauft, Spiel gestartet und ich dachte mir irgendwie, was ist denn der Scheiß? Also mich hat's gar nicht angesprochen, deshalb habe ich's dann ja auch direkt nach 3 Tagen gelöscht. Ich habe dann in der Zwischenzeit angefangen, GW1 zu streamen und im Stream dann kamen immer mal wieder Leute vorbei. Ja, kannst du nicht mal GW2 zocken? Kannst du nicht mal GW2 zocken? Und so kam es dann, dass ich halt GW2 wieder installiert habe, habe es angefangen zu spielen und es kamen immer wieder neue Menschen dazu, mal von Xbox, mal von PlayStation, hauptsächlich aber vom PlayStation. Und so habe ich mich damals entschlossen, halt die PlayStation zu kaufen mit GW1 und GW2. Deshalb bin ich da auch nicht Level 313. Weil, für die, die es nicht wissen, man kann zwar BVZ schon haben, aber wenn man da auf einer anderen Plattform sich BVZ nochmal kauft, man beginnt von vor. Sprich, ich konnte den Account nicht übertragen. Leider. Hallo Maximilian, grüß dich! Übrigens, wenn du auf Xbox unterwegs bist, stimmt das, dass auf Xbox viele Cheater unterwegs sind bei GW1? Ich habe da ein paar Leute da gehabt, die anscheinend auf Xbox BVZ zocken und die haben sich öfters mal beschwert, dass da Hacker drin sind oder Cheater oder was weiß der nicht, was da auf Xbox los ist. Hat auf jeden Fall Leute, die nicht abzukratzen sind und so weiter. Ich kann es natürlich nicht sagen. Ja, Maximilian, kein Problem. Ich hab ja danach direkt den Ding gelöscht. Ich konnte es nicht während dem Stream löschen, weil dafür müsste ich direkt in YouTube reingehen und da wären die Passwörter und so weiter sichtbar. Aber ich habe es nach dem Stream direkt gelöscht. Also, der Florian hat es da falsch verstanden. Auf jeden Fall solltet ihr da ungerechtfertigt blockieren werden. Das ist weder ein Problem für die Mods. Das dürfte den Mods da nicht für übel nehmen, einfach weil viele Spinner da waren. Und ich habe ihnen die Anweisung gegeben, Leute, die da beleidigen und so weiter, auch untereinander, die sollen sie direkt blockieren. Und der hat halt Fratz irgendwie als Beleidigung aufgefasst. Ich habe es danach direkt wieder blockiert, die Blockierung gelöscht, Maximilian. Ich hoffe mal, dass dir damit weitergeholfen wurde.
Naja, ich habe da auch mehr Leute, die mit mir über PlayStation zocken, wo ich mich tierisch aufreg. Ich habe da auch die Freundschaft von ein oder zwei Leuten blockiert, weil die, bevor sie abkratzen, zum Beispiel Map Bordeaux nicht gut, einfach in Wasser reinspringen die ganze Zeit, damit der Kill nicht gezählt wird. Oder sie drücken schnell die Optionstaste und respawnen. Also das hat dann mal mit Spiel nichts zu tun. Ich selbst bin nicht ein Profi drin. Ich spiele einfach, weil mir das Spiel gefällt, weil ich gern mit Leuten Zeit verbringe, einen angenehmen Abend haben will mit den Spielen. Ob ich da jetzt gut oder schlecht bin, jeder hat mal einen Tag, wo er besser ist, wo er schlechter ist. Und ich, wenn ich verliere, verliere ich, wenn ich gewinne, gewinne ich. Deshalb habe ich mich da auch tierisch aufgeregt, wenn Leute reingehen und die ganze Zeit nur am Respawnen sind. Weil man kann schlechter sein, man muss es halt akzeptieren und das war's dann. Also das Leben ist nun mal so, man gewinnt man, mal verliert man, aber deshalb werde ich ganz bestimmt nicht anfangen zu respawnen. Ich will's da irgendwie fair haben, oder? Ja, und wie gesagt, damals war der Justin bei mir da, das Nosreicher, der hat immer gesagt, er kann GB1 auf der Xbox nicht mehr zocken, weil da so viele Cheater drin sind, die sterben nie und so weiter. Ich persönlich weiß es nicht, da ich Xbox nie gespielt habe. Ich habe zwar einen Xbox-Controller, aber den nutze ich auf PC und Xbox selbst habe ich keine Erfahrung damit. Ich habe ein einziges Mal bei einem Kumpel eine Xbox überhaupt gesehen, deshalb bin da ein absoluter Noob, wenn es um Xbox geht, da kenne ich mich gar nicht aus. Also, Kinger hat 12, Ser hat 7, Mango hat 4, Andreas Kraft hat 4, Chicken Bro hat 6, Garden Zombie 4, Lava Dust hat 5, Crazy Queen hat 6, dann Gebhardt hat 7, ich habe 6, Bus Brother hat 4, Mopsy 12, Nachtelfe 9, The Real Katsuki hat 10, Tomates 6, Agelos hat 9, Val 5, Black Sweek hat 5, Wopanitz hat 5 und André Dusken hat 4. Naja, Florian, so schlecht waren wir nicht mal drinnen, weil, wenn du bedenkst, dass wir da nicht von Anfang an drin waren, den ersten Teil haben wir ja komplett übersprungen. Die einen Mopsy als Abschussmeister 12. Naja, so schlecht waren wir dann eigentlich nicht unterwegs. Und Maximilian, bist du gut reingerutscht ins Neue? Also Lieblingscharakter. Im normalen Modus der All-Star. Beim nicht normalen Modus klingt irgendwie komisch. Bei den anderen Modus eigentlich mag ich gern den Panzerkommandant. Dann natürlich auch den Cricket Star. Da gibt es eigentlich mehrere. Ich muss sagen, generell finde ich GB1 viel angenehmer von den Charakteren her. Weil wenn man da, so wie ich jetzt einen genauen Vergleich hat, zum Beispiel All-Star GB1 und GB2, da gefällt mir zum Beispiel die Animation vom Tackle Sprint in GB1 viel besser. Der All-Star war in GB1 auch viel stärker. Viele regen sich auf und sagen, ja, dass der zu stark war, finde ich eigentlich nicht, weil die Erbsen hatten ja auch die Giftcharaktere, sprich die Gifterbsen und so weiter. Die waren auch nicht schwach. Und vom Level-System muss ich sagen, gefällt mir GB1 auch besser. Das sind eigentlich, wenn man die Charaktere vergleicht zwischen GB1 und GB2, sind schon mehrere Charaktere, die anders sind. Zum Beispiel in GB1 habe ich ja meistens, wenn ich Pflanze war, die Erbse gespielt. Hingegen in GB2 will ich die Erbse gar nicht mehr haben. Die hat irgendwie die Fähigkeiten, die Stärke und so weiter verloren. Ich empfinde die halt schwächer.
Danke, Astrid, bald. Der Boss-Modus. Das ist, wenn du mit dem Ding fliegst. Mit dem Camper. Kennst du, gibt's auf der Xbox den Boss-Modus nicht? Auf PlayStation 3 gibt's den auch nicht, auf PC schon. Ich wechsle danach, wenn sie mich das nächste Mal killen oder ich in Stachelkraut reinspringe. Ich zeig dir jetzt den Boss-Modus. So, komm. Hoff mal, dass da keiner drin ist. So, Boss-Modus. Also da bin ich im Camper oben oder in Zeppelin. Die Pflanzen sind in Zeppelin, in den Camper drin und die Zombies in Zeppelin. Da musst du die Gehirne einsammeln. Du kannst dein Team von oben unterstützen, sprich du kannst da einen Luftangriff starten. Hier kann man auswählen, welche Fähigkeiten man will. Zum Beispiel jetzt mache ich mal einen Luftschlag in der Kakteen da. Dann kannst du natürlich auch Heilmittel runterschicken, eine Heilstation. Natürlich rechts unten siehst du eine rein im Spiel geschehen. Oben hast du also hier unten rechts. Jetzt ist es weg, weil ich die Dinge schon eingesetzt habe. Auf jeden Fall, du kannst auch spähen, sprich ein Radar runterschicken, der dir anzeigt, wo die Gegner sich befinden. Du kannst Leute aus deinem Team wiederbeleben. Bringst in dem Modus eigentlich gar nicht, weil man kann ja abkratzen, wie oft man will. Es kommt nur darauf an, die Gärten zu erobern. So, jetzt mache ich wieder mal einen Luftangriff. Direkt im Zentrum beim Garten. Und hier unten rechts, wo ich gerade hin zeige mit dem Cursor, kannst du sehen, wie es im Spiel drin ausschaut. So, jetzt schicke ich mal eine Heilpflanze runter. Oder eine Heilstation in dem Fall, da ich hier ein Zombie bin. Links oben kannst du auswählen, ob du spähen willst, heilen, Luftschlag oder auferstehen. Doch, ich spiele ja gerade auf PlayStation. Auf PlayStation 4 gibt's den und auf PC auch. Auf der PlayStation 3 gab's nicht. Ich denke mal, bei der neuen Xbox gibt's den bestimmt auch. Also der Modus ist eigentlich pure Kills, kriegt man so wenig zusammen. Ganz einfach, weil man da in der Luft ist und tja, wenn die unten ausstellen, man hat ja wenig Möglichkeiten da, die zu treffen. Ja, wahrscheinlich gleich wieder auf der PlayStation 3 gab es den auch nicht. Auf der PlayStation 4 wiederum schon. Deshalb denke ich, auf der Xbox One, die müsste ja die neuere sein, soweit ich weiß, oder? Auf der, denke ich mal, wird es die sicher auch geben. Also Luftschlag, dann machen wir hier mal einen Luftschlag. So, hier schicke ich denen mal eine Heilstation runter, können die sich mal heilen. Deshalb, ich weiß es, dass es auf der Play 3 nicht gab, weil ich es ja selbst hatte und auf PC war es dann neu drauf. Aber viele, die die Play 4 haben, wissen gar nicht mal, dass es den Modus gibt. Weil da hatte ich auch schon Leute da, die nachgefragt haben, was das ist. Da sieht man mal, wie mal die ganzen Spiele nicht durchgespielt werden. Da bin ich eigentlich auch einer von denen. Weil zum Beispiel bei GB2 zocke ich eigentlich auch immer mehr oder weniger mit den gleichen Charakteren, die mir zusagen, und andere zocke ich eigentlich relativ selten. Deshalb muss ich da mal selbst vor meiner Haustür kehren. Da bin ich einer von denen, die da wenig ausprobieren. Ich starte einfach das, was ich kenne und gut ist.
Dann hier rechts oben siehst du, inwieweit wir gekommen sind mit der Eroberung. Das kennst du ja. Je weiter das Violette das Grüne einnimmt, desto mehr haben die Zombies da eingenommen. Im Umkehrschluss bei den Pflanzen, je mehr grün es wird, desto mehr haben die Pflanzen eingenommen. Also du siehst auch die Prozentzahl hier drin. Ja, der Modus ist jetzt nichts Besonderes, aber sag mal so, er unterstützt das Team schon, aber viele Kills kriegt man da irgendwie nicht zusammen. Ich habe erst 7 und die meisten, glaube ich, habe ich vorhin gerade gemacht. Komm Luftschlag, ich brauch dich. So, Luftschlag habe ich noch gestartet. Tja, der Modus, ja, irgendwie. Er ist ganz nett für zwischendurch. Aber auf der anderen Seite natürlich langweilig, weil man hat eigentlich wenig Action drin. Ich sehe zwar das Spielgeschehen von oben, kann auch das Team viel unterstützen, wenn einer gut ist. Aber trotzdem, es ist nicht das gleiche, wie wenn man unten in Zweikampf ist. Bleibt mal stehen, Erbsi. Und natürlich, was ich dir vergessen habe zu sagen, hier unten siehst du das Herz mit dem Dr. Zombos da. Also die können auch mein Zeppelin abknallen. Wenn die aber längere Zeit nicht auf mich ballern, dann heile ich mich wieder. Jetzt bin ich auf 900 HP, 920. Es geht wieder ganz leicht aufwärts mit dem Leben. So, Luftschlag. Starten wir mal hier den Luftschlag. Dann schicke ich denen noch meine Heilstation runter. Dann spähen wir noch ein wenig. Ich habe ja eh jede Menge Gehirne übrig, um die einzelnen Funktionen freizuschalten. Leute, ah gut. Tja, beim nächsten Luftschlag wird es interessant. Vielleicht schaffe ich da einen Kill sogar. Sind alle so auf dem Haufen? Ja, jetzt wieder nicht. Da ist es immer angenehm, wenn die alle auf dem Haufen sind, da sind Kills sogar in Boss-Modus leicht möglich. ...18, 17, 16... Oh, sie haben meinen Zeppelin zerstört. 11, 10, 9, 8. Es wird eine knappe Geschichte. So, Zombies haben einen Checkpoint erreicht. So wie du jetzt mitgekriegt hast, haben sie meinen Zeppelin zerstört.
Jetzt bin ich wieder normaler Charakter und kann unten weiterkämpfen. Und irgendein anderer Spieler kann jetzt im Boss-Modus weiterspielen. Könnte auch direkt wieder selber weiterspielen, aber ich habe da jetzt keine Lust mehr. Einfach weil da hat man wenig Action. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Extra Zeit. Oh, wir haben es nicht geschafft. Schade, schade, Marmelade. Kaktusschlucht. Zombies-Ergebnisse. Ja, Florian. Hast du mitgekriegt, ich war da im Boss-Modus drin. Also, The Real Katsuki hat 27, Andreas Kraft hat 13, KG hat 9, Roberto hat 12, André hat 12, X-Man hat 12. X-Mate und X-Man, oder? XX Ryan La Cast Ange hat 10, Gepard hat 32, Kinger hat 17, ich habe 8, Locademia hat 11 und die anderen lasse ich mal weg. Ja, ich war eigentlich fast vom Anfang weg im Boss-Modus drin. Der Panda hat gesagt auf der Playstation guten Morgen, auf der Xbox 360 gibt's den Boss-Modus nicht, dann habe ich ihm den Boss-Modus direkt gezeigt und fast bis zum Schluss war ich drin. Was weißt du, dass es auf Xbox nicht gibt? Ja, ich wusste es nicht. Ich weiß, dass es auf der Play 3 nicht gab. Und tja, auf PC gab es ja eigentlich schon immer. Da. So, komm, ich will da mal direkt ein paar Pflanzen. Sehr deutsch. Aber wie sagt man dazu? Ja, Pflanzen. So, Bambus Woman en masse. Also theoretisch kommen da über die Hügel die ersten Fußsoldaten. Hoffnung. Sie nicht so schlau sind. Ah, da ist der erste Wissenschaftler. Aha. Wir haben da mal jede Menge Zombies beschwört. Herr Ingenieur, wo bist du dahin? Teleporter aufstellen. Nee. Das brauchst du jetzt nicht. Ruhe dich mal aus. Heute ist ja Neujahrstag. Darfst du mal entspannen? Aus nicht arbeiten. Oha. Der Ingenieur will nicht Ruhe geben und sich relaxen. Eiertreter. Der Katsuki. Klingt wie so ein Gewürz. Okay, Panda. Tschüss. Schönen Abend noch und guten Rutsch. Ja, Rutsch. Gutes neues Jahr. Heute tut's mir gar nicht mehr mit. Das wenig Bannen hat mir irgendwie arg zugesetzt. Zum einen wünsche ich einen guten Rutsch im 1. Januar, zum 2. wünsche ich einen schönen 1. April. Ah.
So wenig bannen hat mir irgendwie, glaube ich, nicht gut getan. Naja, heute Abend gehe ich eh früh bannen, deshalb. Morgen habe ich noch frei. Ruhe da. Ach, morgen gehen wir ja schon wieder die Woche teilen. Also ich komme die Woche ganz bestimmt wieder mal mit den Tagen, gleich wie letzte Woche nicht mit. Irgendwie am Samstag hatte ich irgendwie schon Sonntag, am Sonntag hatte ich Freitag. Und irgendwie am Montag. Tja, alles drunter und drüber. Ich bin nicht so ein Fan, wenn die Feiertage so komisch fallen. Beruhig dich mal, ich bin schon da, der Fußsoldat. Wieso nimmt da irgendeiner die MG-Erbsen da? Platziert doch die Bambuswoman. So, Bambuswoman. Ballert drauf los. Lokademia. So, Respawn, weiter geht's. Bin mal gespannt, ob wir die so weit zurückhalten können, dass sie die erste Basis nicht einnehmen. Ich glaube aber eher nicht normal, die erste geht da. Meistens schon. Aha, da haben wir links einmal einen Fußsoldaten und rechts kommt ein Allstar. Super. Gut gekontert. Fußbrother. Zwei Minuten 50 noch. Weiß nicht. Wir schaffen die zurückzuhalten. Wieso benutzen die da die schwächsten Pflanzen? Ich verstehe es nicht. Aha. Jetzt haben sie gerade einen Zahn zugelegt in der Eroberung. Nee, 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 Herr Ingenieur, wo willst du da hin? So, Bambuswumme. Ja, ja, beruhig dich nun mal. So, noch eine Bambuswumme. Auf jeden Fall, bevor ich abkratze, versuche ich da meistens eigentlich immer noch schnell eine Pflanze zu ziehen, weil die einfach viel und... Die verursachen zwar nicht allzu viel Damage, aber ich sag hier ein Hit, da ein Hit und schon haben wir da die Schlagoperade. Spaß beiseite. Aber ein paar Hits. Und dann, wenn irgendeiner aus dem Team hingeht und einen Treffer macht, sind die auch erledigt. Wo bist du dahin? Bleib mal stehen! Er macht da eine Besichtigungstour auf dem Grand Canyon. ...47 Sekunden. Boah, jetzt momentan attackieren die ziemlich heftig. Ja, ich glaube, sie schaffen es. Jetzt momentan sind die alle irgendwie nach vor, um zu attackieren. 17, 16, 14, 13. Ja, braucht mich nicht wiederbeleben. Ich spawn einfach. 10, 9, 8. Oder? Nee, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie viel die extra Zeit kriegen und ob sie extra Zeit kriegen.
Sie haben es nicht geschafft, Leute. Sagt er. Ja, alles verstanden. Sehr deutlich, oder? Also, Gepard hat 19, X-Men hat 4, X-Mate hat 6, Handball hat 4, dann Kinger hat 6, The Real Katsuki 10, John Lello 7, Roberto Baggio hat 8, Locademia hat 9 und die anderen lassen wir mal aus. So Leute, und ich werde mich dann mal wieder verabschieden. Mittlerweile bin ich eh schon wieder 2 Stunden 40 da und nichts. Ich wünsche euch noch einen guten Jahresbeginn. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Feiert nicht zu viel heute, dass ihr es morgen her habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.